die Flüchtlingspolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, aber auch der Regierungskoalition besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Ein Mix aus nationalen Maßnahmen und europäischen Maßnahmen und dann natürlich auch begleitend dazu internationale Maßnahmen im Rahmen unserer Außenpolitik. Wir handeln in beiden Bereichen, sowohl im nationalen als auch im europäischen. Wir haben nach dem Asylpaket 1, nach einer längeren Phase, jetzt das Asylpaket 2 im Deutschen Bundestag und werden das am Donnerstag dann auch verabschieden und dann dem Bundesrat zuleiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bundesrat dieses Paket beschließen wird. Ein Zeichen dafür, dass national gehandelt wird. Wir hätten gerne noch einen weiteren Schritt gemacht, nämlich das Gesetzespaket zu weiteren sicheren Herkunftsländern, Marokko, Algerien, Tunesien. Das ist leider nicht möglich gewesen, weil unser Koalitionspartner Rücksicht nimmt auf die Grünen, die nicht bereit waren, dies im Bundesrat auch zu beschließen. Jetzt, damit zeigen die Grünen, dass sie auseinanderfallen in die Grünen, die Regierungsverantwortung haben und zumindest mal darüber sprechen, und die Grünen, die in der Opposition im Deutschen Bundestag sitzen. Zur gleichen Zeit ist aber auch klar, dass ein grüner Ministerpräsident sich nicht gegen seine grüne Opposition in Berlin durchsetzen kann, sonst hätte er dafür gesorgt, dass wir dieses Paket auch verabschieden können. Die Erklärung sicherer Herkunftsländer ist ein ganz hervorragendes Mittel, um die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Wir haben es gesehen bei den Staaten des westlichen Balkans, dass die Zugangszahlen quasi auf null zurückgegangen sind, weil jeder weiß, der aus einem sicheren Herkunftsland kommt, dass der Weg zurück ganz schnell beginnt und damit jeder Cent für Schlepper unnütz ausgegeben wurde. Dass die Grünen sich vor Landtagswahlen vor so einer Entscheidung drücken, zeigt, dass sie tatsächlich nicht die notwendige Verantwortung haben in dem Bereich Mix aus nationalen und europäischen Maßnahmen. Wir haben nach dem Gipfel in Brüssel wirklich erste Durchbrüche erzielt. Alle 28 Staaten haben erklärt, dass sie die europäische Außengrenze besser schützen wollen. Alle 28 haben auch erklärt, dass sie mit der Türkei die Details über die Sicherung der Grenze im Ägäischen Meer verhandeln und besprechen wollen. Und alle haben zugestimmt, dass dies nun am 6. oder wahrscheinlich am 7. März auch stattfindet. Also das Gerede von es bewegt sich überhaupt nichts, stimmt nicht. Es bewegt sich was, sowohl im nationalen als auch im europäischen Maßstab. Und das müssen wir jetzt auch immer wieder sagen und erklären. Und diesen Kurs müssen wir auch durchtragen. Ich bin mir ganz sicher, dass die große Mehrheit der Fraktion hinter diesem Kurs der Bundeskanzlerin steht.